Hallo meine Lieben, heute möchte ich gerne mit euch ganz kurz eine Mini-Botschaft machen, okay? Und zwar geht es um den Schmerz. Wenn der Schmerz größer ist wie die Liebe, wenn die Enttäuschung tiefer sitzt, ja, wie das Verständnis vielleicht in einer Illusion zu leben und nicht wahrhaben zu wollen, also wie die Wahrnehmung. Was ist wirklich, wenn du in einer Situation festhängst oder festharrst und nicht weißt, was sollst du machen? Wenn du nur daran denkst, ja, jemanden zu verletzen, jemanden zu verlieren, jemanden loszulassen, dich von jemandem zu trennen oder jemanden nicht mehr zu sehen und du fängst schon an, die Pisse in den Augen zu haben, du fängst schon an zu zittern, du fühlst schon diesen Schmerz, diese Angst. Was ist, wenn diese Angst größer ist, wie wirklich diese Liebe, diese Gefühle, dieses, ja, Miteinander, okay? Egal, ob es in der Liebe ist, in der Partnerschaft, mit den Kindern, egal worum es geht. Wenn die Angst dich dominiert, ist es nicht nur ein Problem, sondern es ist echt eine sehr schwierige Situation. Und hier möchte man dir einfach nur sagen, immer und dann, wenn du an dieser Kreuzung stehst, immer und dann, wenn du an dieser Entscheidung wirklich arbeiten sollst oder wenn du die in die Umsetzung gehen sollst, immer und dann, wenn es um deine Angst geht, um deine Schmerzen, ist es wichtig, dass du nicht nur nach innen schaust, sondern dass du auch um dich herum blickst und sagst, wen habe ich zur Verfügung? Wer kann mir Unterstützung geben? Ja, wo kann ich vielleicht mich austauschen. Es geht sich nicht immer nur um den Blick nach innen. Es geht sich auch um diese Hilfe, die du bekommst, von außen wahrzunehmen. Durch Therapeuten, durch Familie, durch Freunde, durch was auch immer. Wenn der Schmerz größer ist, wie die Liebe, wie diesen Weg in die Freiheit zu gehen, ja, wenn diese Angst so groß ist, geht es hier in erster Linie darum, in dich zu schauen, ja, aber was findest du in dir? Findest du Antworten? Findest du Lösungen? Findest du noch mehr Schmerz? Findest du Klarheit? Findest du Dunkelheit? Findest du Depression? Was findest du im Inneren? Deswegen sage ich dir, das Inneren ist wichtig, ja, aber in dieser Situation gerade geht es um das Außen auch. Welchen Rückhalt hast du auch? Welchen Rückhalt gibst du auch? Das heißt, in deiner Situation ist es wichtig zu schauen, wie viel Kraftreserven hast du wirklich zur Verfügung? Warum hast du so viel Angst? Was kann dir denn Schlimmes passieren? Eine richtige Wahrnehmung, eine richtige Verbindung zu dir, eine richtige Bereitschaft, auch die Hilfe anzunehmen. Welche Energien sind gerade prädominant? Die Angst ist Negativität. Die Angst ist Dunkelheit. Die Angst sind Schattenseiten, okay? Die Angst ist Diskriminierung zu dir selber. Immer und dann, wenn die Angst größer ist wie die Freiheit, wenn die Angst, die Unsicherheit, der Schmerz größer ist, wie das Wunder, was dir passieren kann. Immer und dann, wenn du von diesen ganzen Emotionen beladen wirst durch toxische Ideen, ja, durch ganz, ganz viele Bomben von Negativitäten, verlierst du die Wahrheit, verlierst du die Realität. Und die Realität ist, wenn du in einer Gefangenschaft lebst, ja, wenn du in einer Situation lebst, wo du eigentlich schon fühlst, du solltest diesen Schritt gehen, ob eine Trennung, ob ein Haus kaufen oder nicht kaufen, wo es um eine Entscheidung geht. Aber die Angst, der Schmerz, die Unsicherheit, die Verzweiflung, dieses, die Luft zum Atmen nimmt, heißt es im Hier und im Jetzt. Das, was du ignorierst mit dieser Angst, ist nicht Angst vor einer Fehlentscheidung. Es ist die Angst loszulassen. Es ist die Angst zu versagen. Es ist die Angst alleine dazustehen. Es ist die Angst, was sagen die Leute. Es ist die Angst vor dem Ungewissen. Nicht vor der Freiheit, nicht vor dem Glück, sondern es ist die Angst, ein Resultat zu erhalten, was viel besser sein könnte als das, was du gerade hast. Und du hast Angst, du hast Panik, du hast Schmerz, du hast ja alles mögliche Paranoias. Aber vor der Freude, die passieren kann. Das heißt, es ist ein Psychospiel, nichts anderes, ja? Du hast Diskriminierung hinter dir. Du hast Erniedrigungen hinter dir. Du hast Verachtungen hinter dir. Alles Mögliche. Lerne, ein Meister, eine Meisterin zu sein, deiner Bedürfnisse, deiner Gefühle, deiner inneren Weisheit, deiner inneren Kraftquelle, deiner eigenen Visionen. Du kannst frei sein wie ein Vogel. Alleine, ich habe Verpflichtungen. Ja, wer nicht? Ja? Wer nicht? Aber die Freiheit, die du dir schenkst, durch diesen Schmerz, durch diese Angst, durch diese Unentschlossenheit zu gehen, ist der Glaube, der die Berge versetzen lässt, der Glaube, der dich weiter nach vorne bringt. Das heißt, was es dir hier fehlt, ist Glaube. Der Glaube ist so mächtig, Leute. Nicht nur, dass es Berge versetzen kann, sondern dass alles noch weiter sich ausbreiten kann. Es geht auch hier, die Situationen und Menschen richtig einzuschätzen, nicht immer blind zu vertrauen. Ja, du hast Angst vor Enttäuschung oder die Wut auf die Enttäuschung, die Wut auf dich, die Wut auf das Leben ist gerade sehr groß vielleicht bei dem einen oder anderen.
Gebrauche deinen gesunden Menschenverstand. Gebrauche dein gesundes Urteilvermögen, ja? Es ist wichtig, dass du hier niemals andere die Macht gibst, dich zu erniedrigen, dich zu verachten, dich in dieser Scheißsituation gefangen zu halten, auch nicht du selber. Gib dich dem Höheren an. Gebe dich höheren Mächten hin. Der Glaube ist die höhere Macht. Aus der Integration zu dir, aus der Ruhe zu dir, aus der Mitte heraus. Wisse immer, auch wenn es schwer wird, auch wenn du alleine dastehst, was du niemals wirst, auch wenn du dich schämst, was du gar nicht brauchst, auch wenn sich die Sachen nicht sofort erfüllen, auch wenn du enttäuscht bist, auch wenn, egal was die ganze Welt sagen wird, egal was in oder außen ist, handle. Die Wirklichkeit ist einfach die Befreiung von dem ganzen Kakao. Und der Glauben ist die Wirklichkeit. Der Glaube wird dich in die Wirklichkeit bringen. Das Vertrauen wird dich in die Wirklichkeit bringen. Der Glaube ist die Unendlichkeit. Ich glaube daran, dass das Universum mich unterstützt. Und egal wie schwer und steinig ein Weg sein mag oder gewesen ist, ich habe niemals meinen Glauben verloren. Ich habe immer die helfende Hand bekommen. Und hier sagt man dir auch, es ist nicht das, was dir so schwer fällt, zu erkennen. Es ist, dass du aus der Schönheit der Situation erkennen sollst, wie schön es ist, du selbst zu sein. Wie schön es ist, frei zu sein. Wie schön es ist, in der Klarheit zu sein. Wie schön es ist, mit sich im Einklang zu sein. Die Angst wird immer ein negativer Begleiter sein. Aber die Angst kann auch ein positiver Begleiter sein, indem es dich ermahnt, vorsichtig zu sein. Aber hier geht es um Belastungen, hier geht es um Transformationen, hier geht es um Partnerschaften, um Liebe, um Ängste, um Verzweiflung, um Erfahrungen, um Lösungen, um Enttäuschungen, um Treue, um Moralitäten. Es geht hier so viel, aber die Angst darf nicht der Motor sein, der dich in ein besseres Sein führt, in eine bessere Zukunft, in ein besseres Leben. Möchtest du mehr wissen, schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Ich helfe dir sehr, sehr gerne. Notfall-Express-Termine kriegst du von mir am selben Tag noch. Schreib mich an und wir schauen dann, okay? Worauf du hier achten solltest und worauf du aufgefordert wirst, ist, nehme dir die nötige Zeit auszuruhen. Nehme dir die nötige Zeit, in die Natur zu gehen, um Heilkräuter zu nehmen, um zu schlafen, um zu baden. Nehme dir Zeit, aus der Ruhe heraus Wege zu erfinden, Wege zu gehen, Wege anzunehmen. Der Schmerz, die Enttäuschung sitzt so tief bei vielen, dass ihr gar nicht das Paradies der Erfüllung sehen könnt. Okay, ich helfe dir dabei, in diesen Flow zu kommen. Ich wünsche dir alles Liebe. Denk dran, du kannst deinen Kommentar hinter diesem Video lassen und ich werde dir zeitnah antworten. Von mir alles Liebe. Bye.